Oh, hallihallo. Heute machen wir wieder ein neues Bastelprojekt. Und zwar ist mir mein Lieblingstopf auf den Boden gefallen. Mein Lieblingsblumentopf. Ich habe das jetzt geflickt und daraus einen halben Topf gemacht. Hat keine wirklich gerade Ecke hier, leider. Ich kriege es auch nicht hin, den irgendwie abzumachen, ohne dass das ganze Ding kaputt geht wieder. Jetzt habe ich es einfach mit einer Heißklebepistole. Übrigens, saugeil das Ding, das kann ich nur empfehlen. Bosch mit Heißklebestifte hinten rein. Ohne Kabel. Einfach drauf drücken und es kommt raus und tropft nicht. Schleichwerbung, wurde ich nicht für bezahlt, sondern bin davon überzeugt. Habe ich das jetzt zusammengeklebt und es hält. So, jetzt kann ich das nicht einfach in den Müll schmeißen. Ich muss daraus irgendwas machen. Ich habe mir jetzt was überlegt. Ich habe mir einen 3D-Bilderrahmen gekauft. Sah so aus. Ich zeige es euch mal eben. Mit Passepartout. Und ich habe jetzt das Passepartout rausgenommen und umgedreht, weil ich wollte jetzt keinen dunklen Rand, ich wollte einen hellen Rand. Passepartout rausnehmen und einmal umdrehen. Jetzt decke ich die Löcher hier ab. Ich nehme jetzt ein buntes Papier. Ganz toll, da gibt es ganz viele verschiedene Farben. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, welche Seite nach oben soll. Wenn nicht, der ist eh schon kaputt. Von daher habe ich es nur versucht zu retten. So, jetzt kommt mein Blumentopf auf mein Passepartout drauf. Nennt man das überhaupt dann noch Passepartout, wenn es nur ein Hintergrund ist? Wahrscheinlich nicht. Da ist mein Hänger. Ich mal einmal um. Und dann kommen meine Tulpen hier rein. Bisschen arrangieren hier.
Tada, Moment. Soll ich das mal richtig sehen? Tada! Ich hänge es jetzt auf, dann zeige ich es euch nochmal. Das ist doch cool, oder? Das finde ich richtig gut. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es hält.